Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Sims 4 Living Home Challenge. Wir müssen die Räume, die andere großartige Gestalter und Designer für Zeitschriften, Beispielhäuser und andere Einrichtungsgelegenheiten gestaltet haben, in Sims 4 nachbauen. Das wird großartig. In der letzten Folge hatte ich euch eine kleine Abstimmung zur Farbthematik gegeben, da ich sowieso vorhatte, ein Badezimmer zu machen. Und da dachte ich mir einfach, ach komm, geben wir den Leuten doch mal die Idee, sie sollen für eine Farbe voten. Und ihr hattet für die Farbe Blau, genau, ihr hattet für Blau gewotet. Die Farbe Blau hat das Rennen gemacht. Und dieses wunderbare Design, das ich auf einer Einrichtungsideenseite gefunden habe, hat bei mir das Rennen gemacht. Denn ich glaube sogar, diese Elemente sollten wir in Sims 4 einigermaßen gut darstellen können, nicht wahr? Oha, aber was ist denn mit unserem Grundstück passiert? Nun, ich hatte mir erlaubt, die Räume mal zusammen zu puzzeln, so langsam Stück für Stück. Sprich, wir haben hier unseren Flur. Oh, diese wunderschöne Musik. Es ist die Sims... Ist es nicht Sims 1 Baumusik? Kann ich die bitte haben beim Bauen? Ich habe hier alles ein bisschen zusammengepuzzelt und habe es Galerie-Loft-ähnlich gestaltet, erstmal. Kann sein, dass ich das nochmal komplett über den Haufen werfe, aber es war eine Idee, dass man hier den Flur hat und hier kommt man in einen ursprünglich großen Fabrikteil, deswegen gibt es hier auch keine Fenster, nur hier, der dann halt für eine Einrichtung genutzt worden ist. Da hat man halt hier auch nochmal einen Ausgang, deswegen gibt es da auch nochmal Garderobe und alles Mögliche. Es könnte aber natürlich auch ein kompletter Eingang oder ein Eingangsbereich sein, aber wir haben halt nun mal hier den Flur. Und dann führt es hier ins erste Schlafzimmer, den Bereich können wir nicht nutzen, weil Gründe... Ja, war so die Idee. Jetzt braucht das Ganze nur noch ein Badezimmer. Ich bin mal so frei und mache hier noch Affluische dran. So, nur damit man einfach schon mal die Vorstellung hat, dass das Badezimmer dort irgendwann kommen könnte. Und wir ballern das jetzt einfach hier in die Ecke. Was heißt in die Ecke? Das Badezimmer hat eine, ich möchte es zeigen, Ecke. Und das ist genauso breit wie die eine Badewanne dort. Dann stellen wir doch mal zuerst die Badewanne auf. Warum nicht zuerst mit der Badewanne arbeiten? Und wir haben diese Badewanne. Eww. Das ist ziemlich original, das gleiche Stück. Krass. Ich werde nämlich jetzt in Zukunft darauf achten, dass wir in unserer Gestaltung... Das strebt hier eigentlich dann nochmal so ein bisschen vor, so eine Ecke. Ignorieren wir einfach. Dass wir in unserer Gestaltung... Jetzt hier Narrenfreiheit, ne? Weil der Rest ist ja nicht dargestellt. Dann mache ich das erstmal so. Dass ich die Bilder, die ich raussuche als Beispiel, ein bisschen anlehne an das, was ich schon aus Sims 4 kenne. Damit ich nicht jedes Mal in die Verlegenheit komme zu sagen, oh, das habe ich gar nicht in Sims 4. Blöd, ja, schlecht jetzt, ne? Das ist mir nämlich so ein bisschen unangenehm. Das sieht nach so einer Tür aus. Ach Gott, ich würde wahnsinnig gerne wieder in so einem Altbau leben. Also es ist nicht Altbau, sondern, nee, nicht, falsches Wort, in so einem, mit Stuck und mit, ich kenne die Begriffe nicht dafür, versehene Verkleidungen und Holzverkleidungen. Oh, ich liebe das, ich finde, das sieht so sauber und ordentlich und schön aus und so groß. Jetzt muss ich das passende Fenster finden. Das ist ja so ein zweigeteiltes, älteres Stadtfenster. Hier, ne? Damit das Ganze jetzt nicht diesen erdrückenden Flair bekommt, wenn die Wand, passt auf, zack, direkt an der Badewanne steht, dann habe ich das jetzt ein bisschen abgeändert. Ich habe nicht das passende Fenster. Ich habe nicht das passende Fenster. Es ist halt schon so ein bisschen traurig. Es hängt eigentlich auch noch sehr hoch. Es müsste bis zur Decke gehen, aber die Decke ist bei uns halt so hoch. Stellt euch vor, hier ab dieser Linie würde alles enden, ne? Haben wir nicht eine Tür eventuell... Mann, warum seid ihr immer so dick? Warum kann man da nicht welche nehmen, die über eine Seite gehen? Ihr seid doof. Naja, dann ist das von der Gestaltung halt her nur semi. Moment, ich muss Licht setzen. Ah, schön hell. Stört es euch eigentlich immer, dass im Hintergrund Sims 4 Musik läuft, die, wie soll ich sagen, dann immer wieder an unterschiedlichen Punkten ansetzt? Soll ich die Sims 4 Musik ganz rauslassen und eigene Musik in den Hintergrund legen?
weiß nicht, viele von euch hatten nämlich dafür gestimmt, dass sie die Sims 4 Baumusik sehr gerne haben und dann immer in Baustimmung kommen. Ich kann natürlich auch komplett die Musik weglassen und ihr könnt euch eigene Musik in den Hintergrund ballern. Just saying, ist nur ein Angebot. Yeah, it's close, but it's not that what I mean. Wir brauchen ja sowas hier. Mit Weiß und Blau. Es kommt in diese Richtung. Und ich meine, wir hätten ein Äquivalent dazu. Ein schönes Äquivalent. Einmal das hier. Es ist nicht ganz so hoch, es sieht aber super schön aus. Ich mag das halt, ne? Es sieht halt echt schön aus. Okay, das ist jetzt in hier falsche Richtung. Vielleicht finde ich ja noch was anderes. Also ich würde sagen, das kommt dem noch jetzt echt... Also das, aber das mit Muster. Das ist halt nicht ganz blau. Ich hätte gerne dieses Babyblau. Oh, vielleicht kann man daran was ändern. Habe ich die schöne Musik abgewürgt, ja. Zwar Farbintensität dieses Zimmer neutral. Richtig, dann dieser gelbe Ton verfälscht natürlich die Farbe. Licht verändert halt hier dann die Brechung der Lichtstrahlen, weswegen uns das Ganze grünlich vorkam. Aber in Wirklichkeit ist es genau das, was ich haben wollte. Wunderbar. Dann wollen wir uns mal weiter dem Badezimmer widmen. Tja, wir haben jetzt hier nur die eine Gestaltung, ich möchte es kurz darstellen, die wir nachmachen können. Den Rest müssen wir uns selbst denken. Und das werde ich jetzt auch gleich mal anfangen. Ist das aus einem bestimmten Pack? Ne, du bist Standardspiel. Wenn du Standardspielinhalt bist, einmal das oder natürlich gut ankommen. Das hier passt sehr gut hier hinein. Nee, das ist nicht so. Aber das ist halt süß. Oh ja, in diesem Blauton. Durchaus auch möglich, zwei Waschbecken nebeneinander zu haben. Kann ich mir vorstellen. Eine Dusche? Ich sehe hier keine Dusche. Ich sehe nur hier, dass wir hier eine zweite Tür haben. Halt, ich wollte was anderes nehmen. Ich sehe auf dem Bild, wir haben hier eine zweite Tür. Oder, das ist vielmehr, hier ist wahrscheinlich ein Schrank. Ich vermute, dass hier ein Schrank auf dieser Seite eingebaut ist, weil hier ist ein Türknauf. Es würde bedeuten, wir müssten da nochmal in die Badezimmerabteilung gehen und gucken, ob wir da nicht eventuell den ein oder anderen Badezimmerschrank finden, der nicht so ein kleiner Knirpsi-Schrank ist, sondern so ein krasser Schrank ist. Haben wir einen krassen Schrank? Bitte einmal krassen Schrank. Seht ihr das? Diesen Türknauf dort mit dem sehr, ja, klassisch anmutenden Riffelmuster? Ich habe jetzt einfach mal einen Schrank hierhin platziert. Wir können einen begehbaren Kleiderschrank quasi draus machen und da bist einfach zwei Doppeltüren da reingeballert. Das ist, glaube ich, das beste Äquivalent, was ich dazu schaffen kann. Ja, das ist glaube ich, auch in Ordnung. Fußbodenfliesen habe ich mir übrigens auch noch gar nicht angeguckt. Die sind wunderschön strahlend weiß. Oh, so weiß werden die aber nur kurze Zeit sein. Sind wir ganz ehrlich? Weiße Fliesen? Oh, dann müssen die auch noch so schön sein. Das ist halt ein wunderschönes Fliesenmuster. Es kommt dem hier ähnlich, es ist halt nur komplett weiß. Oder könnten wir die hier nehmen? Ist sie noch in weißer? Ja, wunderschön. Und jetzt ist das, was alles ins Rollen gebracht hat, ist der Teppich. Wir haben natürlich wunderschöne blaue Teppiche hier. Ich musste auch sofort an den hier denken. Das ist natürlich nicht das gleiche Äquivalent. Ich liebe dieses Wort Äquivalent, das sage ich ein bisschen zu oft. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem damit arbeiten kann. Hier waren ja auch so viele unterschiedliche Variationen bei den einzelnen Teppichen. Ja, aber das kommt dem echt nah. Und das ist auch das, was ich so im Auge hatte, als ich dieses Zimmer gesehen habe. Und da musste ich auch an diesen Teppich, den ich runtergeladen habe, denken. Und da können wir natürlich ein bisschen mehr mit veranstalten. Er müsste halt eigentlich schmaler sein, damit er hier direkt so davor liegen kann. Er hat natürlich die Überlegung zu sagen, dann gehen wir da halt einen rein. So mit der, das kann man ja, das ist ja, wartet, ich habe wieder Mist gebaut. So, warte, oh, so. Dann haben wir nämlich hier ganz viel Platz. Es ist ein schönes, großes Badezimmer. Ich denke, damit können wir hier ein bisschen mehr anfangen. Okay, und ich brauche jetzt Lagerung. Nee, nicht Lagerung. Oberflächen. Und da gucken wir jetzt bei den Nachttischen, ob wir etwas Spannendes finden, das genauso aussieht wie dieses Nachttischtischchen. Badezimmertischchen. Tischchen.
Ach, das ist so der Klassiker des schönen Weiß. Oh, da haben wir den Klassiker. Ja, das ist der Klassiker. Und es ist, also jetzt mal for real, fast genau das Gleiche. Ist zwar nicht exakt der Weißton. Oh, never mind. Tja, und dann hat das, da unten hat natürlich eigentlich nur ein Brett. Aber wir können ja jede Menge Dinge da draufstellen. Und hier haben wir auch nochmal so ein... Das ist nicht so hübsch. Das muss nicht unbedingt sein. Ja, ein Handtuch, ob wir da was drüber hängen können, weiß ich nicht. Wir können halt leider hier keine Muscheln drauf platzieren. Aber wir kriegen, glaube ich, was Ähnliches hin. Auch die wunderschöne Decken, den Deckenstuck, den wir da im Original haben, den gibt es da nicht. Aber wir haben die Möbel schon mal in etwa so stehen. Wie das Original. Und hier in die Ecke, was bietet sich an? Was kann man noch alles ins Badezimmer packen? Ach, erinnert ihr euch noch an das Vintage-Glamour-Set? Großartig. Ja, dann machen wir einfach aus diesem... ist hier auch dieses Babyblau? Ja, dann machen wir einfach aus dem Badezimmer auch ein richtiges Ankleidezimmer mit. Warum denn auch nicht? Sieht doch schön aus, auch mit den großen Spiegeln hier. Die Elemente könnten sich da ganz gut einfügen. Das hier ist natürlich... Das schießt den Vogel halt komplett ab. Das ist ja perfekt für dieses... Für dieses Badezimmer. Ich hätte zwar gerne noch diesen golden-orange-Ton mit hier. Aber da müssen wir gucken. Vielleicht finden wir das ja. Hier kommen auf jeden Fall schon mal diese Farbtöne wieder mit hinein. Ist das, was ist? Anregende Aromen. Ne, das ist ja schon orange. Da schlägt das Ganze ein bisschen Bogen hier rüber. Das kriegen wir hin. Das hier könnte... Das ist zu modern... Auch diese Uhr ist, glaube ich, zu modern. Das gut, wir haben hier nicht so den stark maritimen Look. Also bis jetzt gefällt es mir. Der Blick hier rein gefällt mir. Der Blick hier rein, der muss noch ein bisschen dekorativer werden. Ich bin jetzt schlecht, den Tisch austauschen, weil wir das Original ja nehmen wollten. Aber jetzt nur mal als Beispiel, würde sich gut machen. Wäre eine Möglichkeit. Ich probiere mal gerade ein bisschen herum. Na, wir sind ja auch da, um ein bisschen zu experimentieren. Eventuell andere Gestaltungen zu nutzen und uns nur inspirieren zu lassen. Also ein Dunkel schon mal nicht. Nee, ich mag das Blau von dem Teppich. Und den da kriege ich auch noch so gestaltet, dass es anständig aussieht. Haha, wir können Waschtag-Accessoires nutzen, um hier ein bisschen zu gestalten. Haha, das hatte ich natürlich von Anfang an geplant. Auch das hier gibt es doch alles in Babyblautönen. Jetzt nicht das, was ich... Ja, schade. Das beißt sich alles ein wenig. Auch das gibt es nicht in einem passenden Ton, oder? Ah, naja. Die Hoffnung war da, aber sie wurde zerschlagen. Aber hier drin zumindest, ne? Ja, das geht doch alles. Ist doch alles super. Dann können wir hier draußen bestimmt auch so einen babyblauen Wäschetrog aufstellen. Perfekt. Hier in die Ecke nicht. Hier in die Ecke? Wo in die Ecke? Hier in die Ecke? Zieht man sich hier so um? Können wir ja später auch noch verschieben. Ist ja nichts in Stein gemeißelt. Sieht ein bisschen mehr nach Sims aus. Da wir ja sehr wenig Custom-Content benutzen, bevorzuge ich dann lieber die Sim-Variante dieser einzelnen Teppiche. Und wenn es die schon in diesem Babyblau gibt, dann bitte... Give it to me, give it to me. Also ich meine, ich kann es zumindest mal ausprobieren, ne? Das ist nicht so schön. Mag ich das damit in Kombination? Anscheinend nicht. Hätte ja sein können. Hiermit kämen wir wieder zu diesem etwas rustikaleren Touch zurück. Ist aber nicht ganz das, was ich möchte. Na gut. I give it a try and it's not what I want. It's okay, but not yay. Aber das hier geht vielleicht klar. Die Ecke möchte ich auch noch gerne ein bisschen dekoriert haben. Wir haben ja eine Mischung aus modern und nicht so modern. Oh, wenn ich doch nur die gleichen Farben mit diesem Orange hätte, auch bei der Tür. Was mich so hart triggert, ist, dass alle Raumteiler in den hellen Varianten Scharniere haben, die so ein komisches Gold kriegen. Hier hätten sie Orange. Genau das gleiche. Exakt der Ton, den ich eigentlich brauche. Guck mal, hier sind sogar die Ornamente drauf. Und was ist? Es funktioniert halt einfach nicht.
brauche auf jeden Fall einen Raumtrenner für die Toilette. Aber ich hätte halt gerne was anderes als das, was ich da bekomme. Gut, aber das ist ein Element, das passt in die Gestaltung, die wir hier sehen. Ich habe jetzt die Tür doch nochmal ausgetauscht. Ich bin geneigt, den Tisch auszutauschen, weil es ist nicht die Farbe. Es bietet einfach nicht diese Farbe. Es ist so ein sehr, sehr cremiges Weiß und es ist nicht das. Ja, ich weiß, ich habe jetzt den ursprünglichen Raum, so wie wir ihn in der Vorlage hatten, sehr verändert. Aber wenn die Gestaltung nun mal nicht harmoniert, harmoniert die Gestaltung nicht. Wie war denn das eigentlich, wenn das nicht creme war? Ah, hier gibt es noch andere Oberflächenfarben. Es gibt leider nicht dieses Orange. Ich gebe denen nur allgemein Orange. Natürlich könnte ich viele Holzelemente austauschen und in diesen Ton... Ach, nee, das geht nicht. Vergiss es. Das geht nicht. Nein, das geht so nicht. Höchstens kann man sagen... Ja, dann halt kein Orange. Das macht es zwar in dem Original sehr lebendig, aber wenn das nicht geht, geht's halt nicht. Dann könnten wir aber auch wenigstens... Oh mein Gott, ist das euer Ernst? Es gibt nicht diesen gleichen blassen Ton. Wirklich? Ist das euer... Wollt ihr mich natzen? Wollt ihr, dass ich ausraste? Die wollen mich halt natzen. Mama, die wollen mich natzen. Oh Mann, ey. Das sieht übrigens so ein bisschen aus wie der Raumtrenner, den wir auf dem Bild haben. Nur in anders. Oh. Dieses Spiel ist so ein fieser Möb manchmal. Gibt es hier noch in Variationen, bei denen ich sagen würde, oh, ist mir so... Wow. Jetzt will ich gar keinen Raumtrenner mehr, aber ich brauche da einen Raumtrenner, weil... Okay. Ja, ich mache einfach Fenster. Das bringt es dann auch richtig hart als Raumtrenner. Ne? Das ist asiatisch. Das kommt in die Stilrichtung. Das beißt sich mit den Farben. Ich bin so getriggert. Alte Häuser hatten manchmal extra Nischen zum Kacken. Wenn jetzt einer sagt, na, das stimmt aber nicht. Ich habe mal in so einem Haus gewohnt. Da hatte ich auch eine extra Nische zum... auf die Toilette gehen. Gutes Hochdeutsch nutzen. Ja, wir haben ja nur ein Fenster drin. Das ist echt ein bisschen sad, ne? Ich muss das Fenster auch hier zwischen den Stuck. Sieht das gut aus? Ich kann mich gerade nicht entscheiden. Schon irgendwie. Macht das Ganze sehr ordentlich. Dann könnte ich mich auch noch dafür entscheiden, hier eins anzusetzen. Doch, sehe ich, ja. Und mir ein kleines Toilettenkacki-Licht hin. Der Rest ist ja einigermaßen ausgeleuchtet. Jetzt kannst du auch wieder dein Orange verlieren. Hier, da, wird halt blau. Ja, jetzt wollen wir noch einen Spiegel hier hin und so ein bisschen Dekoration und dann hätten wir es auch. Ich bin ja jetzt, also, wie ich ja doch noch hingekriegt habe, obwohl ich zwischendrin... Der wäre perfekt, aber der ist kaputt. Gibt es den auch nicht kaputt? Nee, schade. Ja, dann nehmen wir den halt in kaputt. Ne, habe ich auch kein Problem mit. So, dann, ich wurschtel noch mal ein bisschen rum, ne? Wenigstens habe ich ein Handtuch zum Drüberhängen gefunden. Ist das nicht hübsch? So, dieser Bereich wurde jetzt ein bisschen dekoriert. Ich habe die Toilette noch an die Seite geschoben. Jetzt gibt es da noch einen Eimer und Buch. Und hier soll dann auch noch mal so ein Badezimmer. Was weiß ich, was, Medikamentenregal. Voll mit Zäpfchen, neben der Toilette natürlich. Ich habe hier die Farben noch ein bisschen angepasst, weil jetzt brauchen wir diesen Orangeton nicht mehr. Und auch die Ecke hat jetzt ein wenig Leben bekommen. Bin nicht ganz so sicher, ob ich das hier hinballern soll. Ich glaube, es passt ganz gut hier zwischen der zusammengelegten Wäsche und dem Wäsche... weiß ich das? Wäschetrog? Weiß es bei uns zumindest. Ist, glaube ich, ganz okay. Wäre jetzt auch dafür, hier eine Pflanze in die Ecke zu ballern. Ich bin da gerade auf der Suche nach etwas Passendem. Irgendwas... Ja, durchaus filigranes. Oh, die ist ja super, super, super schön. Es muss zu diesem... Es ist doch recht leicht. Das Badezimmer ist leicht von der Gesamtgestaltung. Das könnte passen. Das ist Lavendel. Das ist nicht so Hürx. Close enough. It's not that what I'm looking for. Es muss auch nicht unbedingt dort etwas in die Ecke. Man muss nicht immer alles vollstellen, auch wenn ich dazu neige.
Liebeszimmer alles vollzustellen. Ist ein bisschen rudimentärer und würde in den Look passen. Dafür müsste dann aber die hier verschwinden. Dann doch hier näher dran. Ich mag den Blick hier rein. Dieser Blick hier rein, den mag ich. Der gefällt mir. Und das muss hier drüben auch noch geschaffen werden, dass ich denke, so da der Blick rein, der gefällt mir. Auch wenn wir uns jetzt ein bisschen davon wegentwickelt haben, was ursprünglich so unser Plan war, gab es mir wieder eine Inspiration für eine Gestaltung, die ich normalerweise niemals nutzen würde. Mal abgesehen, apropos Inspiration, was ist das alles? Handtücher und irgendwelche anderen Dinge. Und dann gehe ich mal suchen. Oh, guck mal, da haben wir schon irgendwelche anderen Dinge. So eine Box hier hinstellen, das finde ich gut. Wir brauchen ja auch unten drunter etwas Äquivalentes. Oh, ich habe schon wieder das Wort Äquivalent genutzt. Ich liebe das Wort Äquivalent. Ein Kissen, natürlich. Bücher. Also tatsächlich bin ich auch jemand, der gerne mal so Bücher neben der Badewanne aufbewahrt hat. Welche, die so leicht feucht werden durften. Und bei denen das nicht ganz so dramatisch war. Sodass ich halt mit der Hand so aus der Badewanne greifend direkt halt ein Buch bekommen habe, was mich interessiert hat. Und dann lesen in der Badewanne ist halt schön. Ne? Andere nehmen ihr Handy mit in die Badewanne, das kann ich nicht, bin ein Tollpatsch. Das sollte ich auf gar keinen Fall tun. Haben wir noch welche badende Ingredienzien? Das ist eine Starbucks-Bottle, das weiß ja niemand. Hier sind auch noch so Jars. Können wir die bitte nach da unten packen? Ja. Och, jetzt mag ich die Ecke. Und jetzt kam noch die Sache mit den Bildern. Viele kleine, einzelne, süße, knuddelige Bilder. Was ist das hier? Das eventuell? Nein, das ist kein schöner Farbton. Es ist zu klein. So knuddelig klein wollte ich sie auch nicht haben. Das war sehr maritim eingerichtet. Das haben wir hier nicht. Okay, gut. Never mind. Dann keine maritime Einrichtung. Hätte ich ganz anders vorgehen müssen. Oh, ich bin still in love with this one. Das ist für den Fußboden. Das ist auch mehr so nicht das. Die sind schön, haben aber schwarzen Rahmen. Wunderschön, aber schwarzer Rahmen geht gerade nicht. Die sind super süß. Das ist so eine Frage, ob man hier so ein paar super süße irgendwo... Oh, Alter, was ist mit der Kamera eigentlich heute los? Warum sind die so mega empfindlich? Chill, Bro. Oh, die haben alle schwarzen Rahmen. Ah, 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 ah. No black canvas, please. No black canvas, please, no. Auch alles. Das passt hier nicht. Also es passt hier rein, aber auf der anderen Seite halt auch nicht. Oh, das wäre halt perfekt, wenn es davon mehrere gäbe. Aber es gibt nur das Bild in verschiedenen Varianten. Sad. Leider nein. Oh nein, wir kommen schon zu den großen Bildern. Mist. Das kann doch nicht sein. So viele Bilder und ich finde nichts Passendes. Oh mein Gott. Ich habe schon so viel CC installiert. Was soll ich denn noch alles installieren? Ich will doch, dass mein Spiel auch noch lädt, wenn ich es starte. Oh, hübsch. Das ist zu groß. Man kann Bilder auch kleiner machen, ne? Oder? Moment. Ja, jetzt, ja, doch kann man. Ich habe mich jetzt für diese Bilderreihe entschieden. Ah, es sind Häuser. Ja, ich weiß. Jetzt nicht das Spannendste oder Kreativste. Gefällt mir aber doch ganz gut, muss ich sagen. Und jetzt hätte ich ja die Option, auch andere Dinge an die Wände zu hängen. Bin mir aber nicht sicher, ob ich das will. Also hier gibt es ja unsere Heizungsrohre, mit denen man da arbeiten kann. Was halt dem Ganzen noch so ein bisschen Realismus Realismus gibt. Und dann hätten wir hier ein Heizungsrohr. Auch das ist ein Blickfang. Auch das gehört zu einem Gestaltungselement dazu, weil es eine Linie ist, die etwas unterbricht. Ah, hier ist es sogar richtig so mit Heizkasten und allem drum und dran. Krass. Was wir doch nicht alles haben. Ein sehr schöner Handtuchhalter, aber nicht das, was ich suche. Nee. Ich glaube fast, wir haben es, Leute. Ich glaube fast, wir haben es. Ich bin zwar nicht super mega happy mit der Gestaltung. Ich kann mir vorstellen... Wenn ich jetzt ein bisschen mehr Zeit noch investieren würde, ja, könnte man noch mehr machen. Hm, vielleicht auch mit einer schönen Gardinenstange. Gibt sie umgekehrt? Ja, das ist jetzt wieder so ein Problem. Das ist farblich nicht ganz so, ne? Oh, oh, vergesst, was ich gesagt habe. Das ist hübscher als gedacht.
Wo stecken die drin? Da oben? Okay. War das hier nicht dieses Blau? Ja. Hm, das gibt dem Ganzen doch noch einen Flair. Dann gib mir das, dann packe ich das auch noch dahin. Guck das jetzt da raus, verdammte Axt. Warum macht denn ihr das? Manno, dann guck das da raus. Dann guck das jetzt da raus. Aber das gibt dem Ganzen sehr viel Atmosphäre und viel mehr Stimmung. Sowas wollte ich da nicht dranhängen und sowas ja auch nicht unbedingt, oder? Aber das macht das alles so, das blockt es so ein. Nee, ich finde das Badezimmer so echt schön. Tschüss, Musik. Ich möchte gerne einmal mit meinem kleinen Sucher das Badezimmer betreten, wie jeder es betreten würde. Klar, der erste Blick ist auf die Toilette gerichtet, ist jetzt nicht unbedingt optimal gelöst. Gebe ich selber zu. Aber auf der einen Seite ist es auch ganz nett, dass man kann ja auch eventuell hier noch einen Vorhang anbringen. Das geht halt bei Sims 4 nicht. Aber das hier ist, da hat man seine Privatsphäre und auch alles, was man braucht und alle Handtücher, die man braucht. Und wir haben eine sehr gemütliche Ankleide-Ecke. Das Ankleide, wir haben ja jetzt hier nicht so viel Kleidung. Es ist mehr, um hier Wäsche zu waschen. Aber man kann sich natürlich hier auch ankleiden. Und ich muss gestehen, dass es mir sehr gefällt. Ich hätte diese Gestaltung nie in Betracht gezogen. Hätten wir nicht unser Vorschaubild hier gehabt. So. Tada! Ja, wir haben diesen Stil nicht treffen können. Wir haben mit anderen Farbtönen arbeiten müssen, aber ich mag es. Besonders diese Ecke hier mag ich. Davon muss ich gleich mal ein Foto machen. Und dass hier permanent eine Kerze brennt, halte ich für extrem gefährlich. Leute, Badezimmer-Session beendet. Mir gefällt es. Stelle es jetzt zum Download bereit. Und weiß immer noch nicht, wie ich es da angliedern soll, aber da fällt mir bestimmt noch was ein. Es war mir wie immer eine Freude, euch diesen Part präsentieren zu dürfen. Stimmt auch ab, was wir als nächstes machen sollen in der Umfrage. Ansonsten würde ich mich über Feedback freuen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal bei The Sims 4. Und ja, vielleicht machen wir diese Building-Reihe auch mal in Sims 3 und in Sims 2, weil Gameplay laggt ja nicht. Wenn Sims 3 bei mir auch immer noch am Laggen ist, also das Gameplay laggt ja, dieses Bauen, das laggt ja nicht. Also ich kann ja bauen, ne? Ich kann es ja nur nicht spielen. Aber es wäre auch eine Möglichkeit, dann könnten wir nämlich auch ein bisschen mit Sims 3 arbeiten. Macht's gut, tschüss!